Sag mal, Bungie, seid ihr eigentlich völlig wahnsinnig? Ich sitze jetzt 2 Stunden an diesem Level. Es ist der Weekly Strike auf Level 22. Ich bin Level 24. Man müsste eigentlich davon ausgehen, dass das schaffbar ist. Ich bin jetzt bestimmt schon 15 Mal gestorben. Mit Sicherheit. Also 2 Stunden sitze ich jetzt an dem Level und ich habe es relativ einfach bis hierher geschafft. Also das war noch nicht so schwer. Aber hier ist halt echt die Hölle los. Ich werde jetzt den Archon-Priester befreien und ihr werdet miterleben, wie es am Anfang relativ leicht ist und man ihm die halbe Energie abzieht, vielleicht sogar 3/4 der Energie und dann am Ende kommt man überhaupt nicht mehr dazu, auf ihn zu schießen. Es kommen von überall Gegner, es kommen 10 von diesen fliegenden Teilen, es kommen Ninjas, die von der Seite kämpfen, dann kommen noch Captains, die man gar nicht mehr killen kann. Die stehen an jeder Ecke rum und dann auch diese fliegenden Drohnen, auf die man einfach keine Zeit hat zu schießen. Man ist nur noch am Wegrennen und vielleicht kann man mal 3, 4 Gegner killen, dann rennt man wieder, dann killt man wieder 3, 4 Gegner und irgendwann erwischen sie einen halt. Dann steht man da und springt über die Felsen und wird von da hinten von einem Sniper getroffen. Oder da oben schießt einer mit einem Snipergewehr und man kann den ja nicht ausschalten, weil wenn man stehen bleibt, ist man ja tot, weil die Ninjas neben einem stehen oder irgendwelche Drohnen um einen herum geflogen sind. Also ihr werdet es jetzt sehen. Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Vielleicht mit wahnsinnig Sicher, viel dass das Glück. eine gute Idee ist? Nein, das ist keine gute Idee. Natürlich direkt erstmal an die Imba-Pose hier oben gehen und versuchen, den möglichst viel Energie gleich mal wegzuziehen. Aber natürlich ist er immun, bis er wirklich sich dann auch bewegt. Kann ich nicht vorher schießen. Ist natürlich auch total logisch. Ich meine, der Kerl alleine wäre echt kein Problem, aber die Gegner, die dabei stehen. Ja, und schon daneben. Wie man da daneben schießen kann, wenn er steht. Und jetzt geht's los. Ja, schon die halbe Energie weg. Ich habe mal gar nichts gemacht. Es ist einfach nicht zu glauben, Bungie. Es ist nicht zu glauben, was ihr da gemacht habt. Ich habe echt nichts gegen eine Herausforderung. Und auch wenn ich es vielleicht 10 Mal probieren muss, habe ich ja auch nichts dagegen. Aber das ist einfach nicht schaffbar. Also allerlieber nicht. Sieht man hier schon Gegnermaßen, Gegnermaßen, Gegnermaßen. Jeder Schuss ein Treffer, Gegnermaßen. Jetzt kommt der Servitor. Da nehmen wir ein paar Raketen mit. Die Waffe brauchen wir eh nicht, aber nehmen wir auch mit. Das ist der absolute Hammer. Und das ist Level 22, meine Damen und Herren. Ich bin Level 24. Fast schon 25. Zieht mir auch nichts ab. Also ich meine, ich mache ja nur Headshots, aber er verliert halt nichts. Dann beamt er sich noch so schön weg. Gerade immer, wenn man die Raketen auf ihn schießt, ist er gerade wieder am Beamen. Jetzt habe ich schon wieder total viel Energie verloren, wo ich nichts mache. Ich renne nur hier rum. Bin schon wieder fast tot. Und jetzt ist es ja noch einfach. Das ist ja wirklich noch easy peasy. Das ist ja noch nichts, wo man sich groß anstrengen muss. Man läuft ein bisschen näher und schießt die Gegner weg. Aber das wird gleich so. Da ist er schon wieder. Also das ist echt noch vom Schwierigkeitsgrad easy, würde ich mal sagen. Dann wird es irgendwann normal. Dann wird es schwer irgendwann. Also wenn man bei der Hälfte ist, wird es schwer. Also Hälfte seiner Energie. Und dann irgendwann wird es richtig Imba-Scheiße. Und dann, wenn man diesen Punkt geknackt hat, dass es Imba-Scheiße ist und man da noch überlebt, dann wird es unschaffbar. Das werdet ihr gleich sehen. Zieht sich natürlich wieder hervorragend aus meinen Schüssen raus. Wenn er das wenigstens machen würde, dann würde man ja irgendwann mit dem Sniper ihm so viel Energie abziehen, dass er stirbt, auch wenn da viele Gegner rumschwören. Aber wenn er natürlich sofort wieder da ist, dann bin ich schon wieder. Muss ich schon. Naja, super, das war natürlich total gewastet. So, er da auch nach rechts springt. Total bescheuert. Aber mein Super verwende ich so gut wie nur in ausweglosen Situationen, wenn ich rote Energie habe und total viele Gegner um mich rumstehen. So wie das ja eigentlich machen sollte. Für ihn eigentlich überhaupt nicht, weil er macht dann eh Nahkampf und dann hat man fast wieder keine Energie. Also auch wenn man ihn trifft mit dem Super, er ist natürlich nicht stunned. Warum sollte er auch? Er ist ja der hohe Servitor, Archon-Priester, was auch immer. Ist da wieder nichts. Ich meine, ich habe ja schon 11 Schuss im Revolver. Das hat ja schon keiner. Das ist ja schon eigentlich immer. Aber trotzdem geht nichts. Ich weiß gar nicht, also auf die jetzt zu schießen, würde halt auch nicht so wirklich viel Sinn machen.
Meiner ist mit dem Servitor weg, weil er nervt am meisten mit seinem Flächenschaden. Trifft da einfach überall. Ich mache halt mit dem Sniper mit einem Magazin meistens 10.000 Schaden. Ich ziehe halt nichts ab. Ja, ja. In die Gegner reingefallen. Es ist wieder nicht genug da für eine Granate. Und sich kein Stück. Also, ich meine, das ist ja jetzt echt noch nicht schwer. Aber wenn diese komischen Ritze-Ninjas kommen und direkt neben einem stehen die ganze Zeit, während man versucht mit der Sniper irgendwas zu reißen, oder er sich dann halt hinbeamt und Nahkampf macht, was er jetzt relativ selten geschafft hat, in den letzten 15 Mal, wo ich gestorben bin, dann ist es halt vorbei. Jetzt spawnen die hier halt auch schon wieder. Die spawnen oben, die spawnen da unten, die spawnen da, da hinten spawnen sie nochmal. Hier oben sitzen sie jetzt im Loch. Also in jeder Position, wo sie sich irgendwo zurückflüchten kann, sind halt immer mindestens 10 Gegner. Das ist halt echt geil. Also hier die Posi ist noch einigermaßen okay, da kann man sich nochmal ein bisschen in Sicherheit bringen. Aber wenn die Ninjas kommen, halt auch nicht mehr. Weil die stehen halt immer neben einem. Und man sieht sie halt auch nicht so wirklich, wenn man hier über die Map fliegt. Also ich meine, ich sehe die ja schon relativ gut, auch wenn sie unsichtbar sind. Aber wenn ich über die Map fliege, weiß ich halt auch nicht mehr, wo sie sind. Also das müsste halt echt mehr Schaden machen einfach. Wenn ich dem 3 Headshots verpasse mit der Sniper, die ja Angriff 242 hat immerhin. Das ist keine legendäre, aber die beste nicht legendäre. Sollte das verflucht nochmal ihm mehr abziehen. Ich verstehe nicht so ganz genau, wo jetzt das Balancing ist, wo das jetzt Level 22 ist, wenn ich bei Level 20 halt überhaupt kein Problem habe, irgendwas zu killen. Schon Level 24 Strikes geschafft habe, ohne einmal zu sterben. Und jetzt Level 22. Was soll mir das sagen? Ist jetzt zu schlecht, wenn ich schlechter geworden bin, oder was? Ich finde ehrlich gesagt, dass ich sogar noch besser geworden bin seitdem. Ja, hahaha, ha, ha, da lacht er. Was Bungie auf deiner Seite ist. Brauchst nicht zu lachen. Ist das abnormal, Leute? Ja, jetzt da sind sie. Jetzt ist schon wieder alles verloren. Das musste jetzt mal sein. Zwei Sphären. Oh, wie wenig die verlieren. Zwei Headshots mit dem Revolver und der hat gerade mal die halbe Energie verloren. Was soll denn das werden hier? Jetzt ist es halt schon wieder nur noch ein Flüchten, weil die halt mega viel aushalten. Kann man dem auch nicht mehr wirklich viel abziehen. Kannst mal den Servitor noch ausschalten? Ja, natürlich. Kein kritischer Treffer. Auch keiner. Alles keins. Einmal daneben geschossen quasi. Und die zwei da. Da ist schon wieder einer. Macht Nahkampf. Gibt's natürlich auch im Sprung nix hier. Nahkampf ist nicht aufgeladen, kann ich gleich sein lassen. Dem einer zu donnern, brauche ich vier Angriffe für einen. Dann bin ich längst tot, dass ich den viermal im Nahkampf getroffen habe. Dem schwimmen wir vorbei, da steht schon wieder der nächste. Und jetzt nicht da hinten runterfallen. Ha, ja, sieht man das. Jetzt bin ich tot quasi. Das kann ich quasi nichts mehr machen. Bis ich aufgeladen bin, wieder, bin ich tot. Ich werde halt die ganze Zeit getroffen. Ich habe keine Möglichkeit, jetzt noch irgendwo hinzukommen. Ja, vielleicht. Doch noch, gerade so. Aber mit dem letzten bisschen Energie. Und man muss halt komplett neu starten, wenn man tot ist. Es ist halt nicht so, dass man irgendwo mal einen Speicherpunkt hätte. Egal wie wenig Energie er hat, man startet das komplett neu. Und ich finde, da ist es alleine, es ist zu schwer. Wenn ich mich wenigstens wiederbeleben lassen könnte, hätte ich ja noch Verständnis dafür. Weil dann kann ich Teamplay-mäßig vorgehen. Kann versuchen. Du Scheiße, wie sind sie denn da? Ja, dem bin ich gerade ausgewichen, dem auch noch. Es wird schon wieder nicht schaffbar einfach. Unmöglich. Mir verfolgen schon wieder 5 Leute. Der Sniper hat mich getroffen, jetzt bin ich eh schon tot. Jetzt bin ich quasi tot. Jetzt muss ich nochmal da durch und hoffen, dass ich das noch mitnehme. Das hätte ich schon ganz gern. Schon wieder eine schwere Waffe. Das bringt mir halt nichts. Ich habe beide schweren Waffen, legendär. Jetzt mal den Raketenwerfer bemühen, ein paar Gegner hier auszuschalten. Sind natürlich keine Gegner da. Das ist halt schlecht. Ja, tot. Ich sehe es schon.
Ich sehe es schon kommen, dass wir tot sind. Was ich übrigens herausgefunden habe, kleiner Tipp, nicht hochspringen, weil die Sniper treffen euch dann in der Luft. Aber manchmal muss man, weil man dann wegkommen muss. Aber man sollte es möglichst wenig und möglichst in Deckung machen. Also hochspringen in Deckung ist natürlich eh schwierig, aber man sollte möglichst viel versuchen, in Deckung zu sein. Und wenn man oben ist, dann ist es natürlich schwierig, in Deckung zu sein. Weil die Map fliegt. Jetzt sind schon wieder diese Captains da. Die halt auch unendlich viel aushalten. Und im Nahkampf einen halt mit einem Schlag quasi killen. Also jetzt ist es nicht mehr zu schaffen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich Gegner noch killen soll. Jetzt könnte ich nochmal einen Super machen irgendwo rein. Aber wenn ich da nicht... Ja, jetzt laufen sie wieder weg. Keinen einzigen. Keinen einzigen gekillt. Das ist scheiße, Mann. Das ist doch wieder... Das ist wieder das Finito. Da, guck mal, wie viele Gegner jetzt da sind. Ah, nein. Ich wollte drauf landen. Eieieiei. Er hat schon wieder zu hoch gesprungen. Aber ich musste, um da wegzukommen. Die sind halt viel zu schnell da. Was soll ich da machen? Ich kann einen Schuss abgeben. Jetzt springe ich da oben drauf. Ich flüchte mal darum. Hoffentlich steht da jetzt keiner. Weil wenn ich da drin hänge in diesem Loch, bin ich meistens eh tot. Da oben sind wahrscheinlich auch. Ja, das ist nichts. Nee, das ist nix. Da gehen wir da unten lang. Der Sniper darf mich nicht treffen. Hat mich aber getroffen. Jetzt stehen hier über. Schaut euch das an! Ich weiß nicht, wie das jetzt noch gehen soll. Jetzt hänge ich hier fest. Ich hänge hier fest. Ich kann nicht mehr weg. Ich kann nicht weg. Ich komme nicht weg. Ich hänge fest. Geil. Geil, echt. Mich so tot, weil ich hier festhänge. Ach, Bungie. Leute, wisst ihr was? 435 Kills. Sag mir jemand, was ich falsch mache. Bitte. Jetzt hänge ich da oben in dieser Levelbegrenzung fest. In diesem scheiß Banner. Weil ich von unten durchspringen kann. Aber von oben nicht mehr durchkomme. Da habe ich dann an den Kanten hängen. Da muss ich mich ducken, bis ich mich geduckt habe und da raus bin, bin ich tot. Muss man natürlich erstmal checken, wie man da rauskommt. Das ist mir jetzt auch das erste Mal passiert. Das ist echt. Das ist echt scheiße. Ich weiß nicht, ob das alleine nicht schaffbar sein soll. Jetzt wird es eine Position geben, wo er nicht hinkommen könnte. Oder wo die Gegner nicht hinkommen könnten. Wo sich mal kurz entspannen könnte. Der Anfang ist halt so leicht. Und dann, wenn es halt um die Wurst geht. Und wenn man nicht alles nochmal spielen will, dann wird es halt so unfassbar schwer. Es sollte lieber durchgängig schwer sein, aber nicht unfassbar unmöglich schwer. Wieder nicht. Wo war das denn jetzt bitte nicht ins Loch getroffen? Ich weiß nicht, ob die hier nicht herkommen, wahrscheinlich schon. Hey, hier geht's gar nicht weiter. Das Level dann zugemacht ist. Aber da kommt man eigentlich her. Das ist dann noch total unfair. Ah, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich probiere es noch das eine Mal. Und dann muss ich echt aufgeben, weil irgendwann will ich schlafen. Also, tut mir leid, aber 3 Stunden an einem Level rumzuspielen, ohne es zu schaffen. Das, Leute, macht keinen Spaß mehr. Und ich werde es dann auch nicht mehr starten, weil ich werde das Ganze hier nicht nochmal 3 Stunden ausprobieren. Ich habe es vorhin schon mal mit der Kati ausprobiert. Sind wir nicht mal in den Eingang gekommen. Dieses Level 19, ich 24, Level 22 so, habe ich so mal die Quersumme genommen. Nicht die Quersumme, den Durchschnitt genommen. Und das ist ja relativ 22, also 21,6 oder so. Sollte dann ja eigentlich irgendwie auch zu schaffen sein, wenn man doch fast Level 22 zusammen ist. Also im Schnitt. War aber unmöglich. Völlig unmöglich. Sie war nach einem Treffer von einem normalen Gegner, war sie tot. Also ich weiß nicht, das macht dann halt auch echt keine Freude. Weil sie kann halt auch nicht mehr spawnen, weil es heroisch ist. Dann muss ich halt hingehen, muss sie reviven, dann bin ich halt auch tot, weil mehr als 2 Treffer halte ich auch nicht aus. Das ist mehr als 2. Ich halte genau einen aus. Und beim zweiten bin ich dann auch tot. Das hat dann für mich nichts mehr mit Level 22, sondern das ist dann Level 30. Weil wenn ich PvP spiele, gegen die Level 30 Leute halte ich mehr als einen Treffer aus. Ich meine, es gibt halt auch Leute, die machen nicht nur Headshots, weißt du? Verstehe ich nicht, wie sollen die das denn jemals schaffen? Einer mit so mittelmäßigem Aiming, der muss doch auch eine Möglichkeit haben, das zu schaffen. Ich meine, dann braucht er halt länger oder so.
Das muss doch für ihn möglich sein, so prinzipiell. Kann doch nicht sein, dass er nur die Top 3% der Welt schaffen soll. Ja, das wäre jetzt fair, dass ich ihn im Team noch treffen kann. Aber alles andere ist leider nicht fair. Ja, ja, und ich springe halt genau dahin, wo er wieder ist. Ja, super. Ja, der Stein hängen geblieben. So ist das halt direkt schon ein Todesurteil. Wenn du an diesem Stein hängen bleibst, dann ist es halt schnell vorbei. Du findest halt die ganze Zeit diese Rüstung, die halt genau 0, gar nicht weiterhelfen. Statt dass man mal vielleicht eine legendäre Waffe findet, womit man mehr Schaden machen will, oder vielleicht irgendeinen Panzer, womit man vielleicht das irgendwann mal schaffen würde, nach dem 15. Versuch. Nix. Das ist ja erst, wenn du es geschafft hast, vielleicht. Aber sehr wahrscheinlich kriegst du 15 legendäre Engramme und stürzt hier ins Loch gleich. Ey, ich raste aus, wirklich. Ich weiß ja nicht, ob ich nur irgendwie die Ausrüstung wechseln soll oder. Ich weiß nicht, andere Settings? Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringen würde. Ich bin mal überlegen, den Dings zu wechseln, dass ich schneller regeneriere und langsamer mich bewege. Das ist ja schon wieder, ey. Es ist halt egal, aus welchem Loch man rauskommt, überall stehen Gegner. Und nicht nur ein paar, sondern halt mal alle. Komm her, ja, ich hab Nahkampf aufgeladen. Hey, ist jetzt nicht tot! Aufgeladene Nahkampf. Nicht tot. Ha, jetzt nehmen sie mich halt schon wieder in die Zange. Ja, jetzt kommt der und schießt noch. Jetzt hänge ich gleich wieder da oben im Loch, weil ich hier irgendwie mich retten muss vor dem. Guck dir das an. Fast nicht zu schaffen, irgendwann nochmal aufzuladen, weil du permanent getroffen wirst. Boah, das macht mich echt gerade so ein bisschen lustig. Ich weiß ja nicht, wie schnell die sind. Ich fliege über die halbe Map. Und dann sind die schon wieder da. Und das sind viel zu viele. Viel zu viele, Leute. Das sind viel zu viele einfach. Ich weiß ja nicht, ob ich schneller killen muss oder was. Jetzt genau das Problem ist, ob ich nur um die Nebenfeinde kümmern muss, statt auf ihn zu schießen. Ich meine, ich habe das ja schon 3-4 Mal geschafft auf anderen Levels. Level 20, ich habe sogar Level 24. Aber dieser Weekly Strike, keine Ahnung, was die da anders machen. Ob das jetzt ultra schwer sein soll, dass es wirklich keiner schafft. Dieser Typ mit dem Messer, ey, ich bin halt jedes Mal sofort tot. Ja, nice. Jetzt bin ich tot, ja. Ich weiß wirklich nicht. 463 Kills. Ich kann auch nicht mehr leveln, das bringt mir halt gar nichts. Ich bin ja schon Level 24. Es bringt nichts. Sicher, dass das eine gute Idee ist. Ich laufe jetzt hier rum, kill haufenweise Gegner und ich habe absolut nichts mehr. Ich habe keine Mission mehr dabei. Die Mission, die ich habe, ist das hier zu schaffen. Ich habe sonst nur PvP-Missionen. Das ist halt echt gerade frustrierend. Wenn ich jetzt wissen, irgendwie 3000 Kills machen müsste für irgendwas. Dann wäre es ja gar nicht so schlecht, wenn ich das 15 Mal neu starte. Das bringt jetzt absolut überhaupt nichts. Ich muss es halt jetzt beim ersten Mal schaffen. Beim ersten Mal, also jetzt mal irgendwann, beim 20. Mal. Weil sonst bringt es mir halt nichts. Das noch 20 Mal neu zu starten, meinen sie halt nicht. Ich werde das dann aber einfach nicht mehr probieren, weil, wie gesagt, also. Das war totale Verschwendung, aber ist mir jetzt ein Folge. Wirklich nicht, ob das einfach nicht gebalanced ist für eine Person, dass man es echt nur zu dritt schaffen soll. Oder was jetzt genau der Fehler ist, verstehe ich nicht. Ich meine, es ist ja offensichtlich nicht Pech. Es ist jetzt nicht, dass ich hier 20 Mal in Folge Pech habe. Es ist einfach zu viele Gegner, die von allen Seiten kommen und permanent viel zu viel Schaden machen dafür, dass sie nur Level 22 sind. Und ich sie halt nicht kaputt kriege mit meinen relativ guten Waffen. Also wieder gleich tot. Ja, da oben ist auch noch einer. Ich meine, jetzt kann man sich ja noch retten, aber wenn dann überall Gegner stehen, dann musst du halt irgendwann mal regenerieren können dürfen. Weil sonst, das geht halt nicht. Ich kann nicht überall Gegner hinstellen auf die ganze Map. Irgendwohin muss ich mich ja retten können.
Ah, da hinten mit dem Eck sind relativ wenige, wo ich gerade hinlaufe. Aber irgendwann sind halt auch die Ninjas hinter einem und vor einem. Und dann steht er noch, weil er sich rumbeamt irgendwann vor einem. Und dann hast du die Wahl, entweder du rennst in 4 Ninjas und 5 von diesen Dings, oder du rennst in ihn mit 3 Ninjas. Ja. Das spielt dann nicht so die große Rolle, ob du da stirbst oder da stirbst. Das ist schon wieder viel zu nah. Was soll ich jetzt machen? Jetzt kann ich wieder fliehen. Ach komm, Leute. Zweimal daneben schießen, bist du halt schon autotot, eigentlich. Ich verstehe halt echt nicht. Irgendwas mache ich falsch anscheinend. Weil es muss ja Leute geben, die das locker schaffen. Sonst wäre es ja nicht Level 22. Oder was heißt Level 22? Du wirst 22 Mal, dann hast du eine 5%ige Chance, es vielleicht zu schaffen. Wirklich, das ist jetzt bestimmt schon 3,5 Stunden. Ja, oder sagen wir mal 3 Stunden. Zu fassen, wirklich. Absolut nicht zu fassen. Wissen Sie jetzt mal nicht, wo ich bin. Hat halt auch nicht lang was gebracht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch stehen bleiben soll und schießen soll und riskieren soll zu sterben. Oder ob ich lieber safe spiele und wegrenne. Das bringt halt nichts, weil später kann ich ja nicht mehr wegrennen, weil überall Gegner stehen. Dieser scheiß Servitor trifft einen halt überall. Nicht mal hier oben ist man irgendwie für 5 Sekunden safe. Da stehen sie auch schon wieder hinter einem. Außerdem trifft man hier auch ganz scheiße, oder nicht? Ja, und dann schießt man ins Gelände rein. Nice. Da ist er wieder hinter mir. Jetzt spawnen da oben schon wieder die nächsten Gegner. Ja, das kann doch nicht sein. Ich müsste irgendwann mal Ruhe und Zeit haben, auf den zu schießen. Ja, jetzt hat er mich noch im Nahkampf getroffen. Sehen. Er war nicht stunned, hat mich von der Seite getroffen, obwohl ich relativ viel Abstand noch hatte. Hey, absichtlich gewählt, weil ich ja weiß, dass er den Nahkampf macht, aber es hat anscheinend nicht gereicht. Aber Leute, das ist doch auch nicht fair, wenn ich den super treffe. Ich meine, jeder andere hat halt einen Fernkampf super, nur der scheiß Titan nicht. Und da muss ich mich mit solchen Widrigkeiten zurechtfinden, dass der dann nicht nur stunned ist, wenn ich ihn mit meinem härtesten Angriff treffe. Ich meine, vom Sniper-Headshot ist ja auch stunned kurz. Wieso nicht vom Nahkampf? Ja, vom Super-Nahkampf. Er müsste ja nicht permanent stunned sein, wenn er getroffen wird. Das wäre ja nicht das Richtige. Dass man ihn sich irgendwie auch vom Leib halten könnte. Dann würde ich nämlich das Automatikgewehr nehmen und würde immer so mal ein paar Mal auf ihn schießen. Dann wieder weg. Das wäre auch taktischer. Jetzt ist es einfach nur wegrennen. Hoffen, dass man mal eine Sekunde schießen kann. Wegrennen. Hoffen, dass man mal eine Sekunde schießen kann. Wegrennen. Wo ist er denn jetzt? Zeigt er sich ja wieder nicht. Bleib stehen. Ja, es war so klar. Ich wusste schon. Ich mach das immer im relativ selben Zeitabstand. Ich zieh ihm halt nichts ab. Und gleich zieh ich ihm gar nichts mehr ab, wenn da 100.000 Gegner sind. Oh, ist sowieso leer. Du nutzt halt auch der Raketenwerfer relativ wenig, weil die Gegner so dicht vor einem stehen, dass man den gar nicht benutzen kann. Oh Gott. Ich wollte wenigstens die Raketen noch mitnehmen. Das ist halt eigentlich die Hauptproblematik. Ich hab, weil sonst könnte ich ja mal 10 Gegner mit dem Raketenwerfer wegmachen. So, jetzt sind wir schon wieder an der Grenze, wo jetzt eine Milliarde Gegner kommen. Besonders diese. Ha, keinen einzigen. Ich hänge irgendwo fest. Ah, da standen noch wieder 3 Leute vor mir, die sich dann weggebeamt haben, wo ich den Super rausgepackt habe. Kotzt das an, ey. Das ist echt wieder die Mega-Verschwendung. Ja. Kann mir irgendjemand erklären, von wo ich hier noch getroffen werde?
Irgendwas zieht mir noch permanent die Energie ab. Schon mal eben voll in Deckung. Ja, da oben wäre ja, natürlich. Man darf halt auch echt nicht abheben. Oh, jetzt kommen da noch mehr. Oh, Leute, das ist schon wieder das Ende. Das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Aber vielleicht kriege ich noch eine zweite Chance. Oh, Leute, ich kann nicht dreimal daneben schießen. Ha! Ha! Was hält denn der aus? Der war doch aufgeladen. What the fuck? Kann ich hier eigentlich noch hin? Dann würde ich ganz gerne mal. Ja, ja, ich habe den schon gesehen. Das ist alles kein Problem. Alles easy. Ja, ja. Wo denn, bitte? Was war das denn? Ich hüpfe halt, springe halt in der Luft und kriege irgendwelche Treffer von irgendwo, die mal instant alles abziehen. Ich bin mega frustriert, dass ich das wirklich canceln muss. Sicher, dass das eine gute Idee ist? Ich will es einfach nicht canceln, ich lasse die Xbox zur Not an, die ganze Nacht. Kein Bock nochmal hierher zu spielen, das hat auch nicht gerade kurz gedauert. Aber ich sehe halt auch keine Möglichkeit, wie ich es jemals schaffen kann. Das ist ja die Problematik. Habe ich schon wieder nur zwei Raketen, obwohl ich eben fünf hatte. Weil er aus seiner Munition nur die schlechte und immer weniger hat als vorher. Oh, ich habe schon so gute Waffen, ganz ehrlich. Der Sniper verzieht halt so gut wie gar nicht und ich kann halt direkt dreimal Dauerfeuer in den Kopf machen. Ich mache halt auch noch mega viel Schaden damit. Ah, oh, geht weg jetzt. Ich habe trotzdem keine Chance. Jetzt bin ich schon wieder hier weg. Schon wieder hinter mir steht. Jetzt sehe ich auch wieder keinen Treffer. Okay, schaut euch das an, ich kann gar nicht aufladen. Das ist einfach fucking unmöglich. Jetzt sogar schon am Anfang. Super. Super Granate. Die war super. Den ziehst du halt auch nur mit dem Sniper irgendwas ab. Das ist halt auch für den Arsch. What the heck? Fährt er genau meinen Schüssen vorbei. Blöd ist, dass es keine Fähigkeit gibt, dass man beim Rennen aufladen, nachladen kann. Ja, da stehen ja noch mehr. Ich finde es halt echt so scheiße, dass man super so verwundbar ist. Ich kann ja da nichts machen, ich kann es ja auch nicht abbrechen. Ich muss den ja dann durchziehen, dann kann ich doch nicht genauso verwundbar sein wie vorher. Ja, ich weiß, dass es da eine Fähigkeit gibt. Die habe ich aber nicht, weil die scheiße ist. Da stirbt man nämlich genauso schnell. Ha, jetzt wieder dieses Rumgehänge an dem Stein, das ist halt schon mega nervig, dass du dann wegen sowas stirbst. Der hat doch Raketen getroppt. Ich weiß ja nicht, ob es besser ist, die Raketen bis zum Ende aufzuheben und dann einfach Dauerfeuer auf ihn drauf zu machen. Dass er dann wirklich direkt weg ist, bevor die ganzen Gegner spawnen. Oder ob man die Raketen jetzt benutzen sollte und hoffen sollte, dass man nochmal schwere Munition kriegt, weil man kriegt halt keine. Oh, ich kann halt nichts machen, ich sehe ja nicht nur was. Ja klar. Das war kein Headshot. Fuck. Jetzt backt es mich auch noch richtig. Richtig krass umeinander backt es jetzt. Oh, ich würde ja nur mal gerne einfach mal entspannen. Entspannungstherapie Destiny. Loggen wir den erstmal ganz nach hier oben. Dann gehen wir wieder runter und dann snipen wir. Ja, komm ruhig mal ein bisschen näher. Hier bist du wunderbar. Wunderbar richtig bist du hier. So. Machen wir uns vom Acker.
Aber sowas von vom Acker. Was ist denn los? Wer trifft mich so schnell? Ich muss schon wieder nachladen und in Deckung bleiben. Und kann keinen Schaden machen. Wegen Snipen. Die ganzen Leute hier wegmachen. Leute, 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 ey. Bringt es überhaupt was, die Gegner wegzumachen? Oder spawnen dann weniger, wenn ich nicht wegmache? Ja, dann würde ich doch einfach nur auf ihn schießen. Ich würde einfach fliehen. Und meine ganze Munition in ihn ballern. Weißt du, wenn da jetzt weniger spawnen würden. Der war doch schön. Ich will es mal kurz nachladen. Also Energie. Auftanken. Block mal immer wieder hierher. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das war ganz schlecht. Beamt er sich beim Springen vor mich und blockt mich, dass ich nur gerade nach aus da oben komme. Ja, die Folge ist auf jeden Fall jetzt vorbei, weil das kann man sich ja nicht länger antun, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, schreibt mal eure Kommentare, ob ihr das leichter findet. Und schreibt mal bitte, ob ihr zu zweit oder zu dritt gespielt habt. Weil ich raste hier gleich aus, ganz ehrlich. Danke Bungie für dieses tolle Erlebnis.